Okay, langsam wird's aber lächerlich. Komm schon. Dankeschön. Ich hab's anscheinend geschafft. Der Test ist vorbei. Ich weiß nicht genau warum, aber ich fühle mich bei dem Spiel immer irgendwie schlecht, weil ich halt extrem Trash drin bin. Ich fühle mich immer so, als könnte ich dem Kampfsystem, was eigentlich extrem gut ist, nicht gerecht werden. Und das ist halt nicht wirklich High-Level-Gameplay, was man hier sieht. Aber wir sind alle nur wegen der Story hier, richtig? Ich bin zwar unglaublich schlecht, aber wenigstens die Story ist gut. Und damit willkommen zurück hier bei Katana Zero, wo wir endlich erfahren werden, was im Gefängnis passiert ist. Und einhergehend mit dieser neuen Erfahrung spiele ich jetzt den Drachen, der hoffentlich ein paar sehr, sehr coole neue Dinge kann. Die rechte Maustaste wird mir angezeigt. Ist der Typ taub? Ne, ich höre sehr gut. Aber ich kann anscheinend was extrem Nices machen. Was ist das? Oh. Oh. Okay, das ist cool. Wo war das, als ich es gebraucht habe? Zum Beispiel, keine Ahnung, die letzten 5 Stunden dieses Spiels. Ja, das ist ja geil. Okay. Aber ich kann auch Zeitlupe. Okay, das teilt sich quasi das Energiemeter der Zeitlupe. Okay, pass auf, dann mache ich die Tür auf und springe einfach durch. Okay, das ist nice. Das heißt, der Typ ist weitaus mächtiger als der normale Hauptcharakter. Und ich würde jetzt den Hauptcharakter gerne beim Namen nennen, aber er hat keinen Namen, zumindest bis jetzt noch nicht. Das heißt, er ist einfach nur der Hauptcharakter. Und damit kann ich euch durch alles durchdashen. Das ist voll cool, yo. Das ist voll cool. Kann ich das auch... Nee, ich kann das nicht direkt hintereinander machen. Okay, das geht nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Direkt hintereinander funktioniert das nicht. Ah! Erst den linken reflekten. Und dann die rechts. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, das heißt, ich habe es immer falsch rum gemacht. So, wie genau komme ich da hoch? Mit einem wohlgetimten Dash. Okay, dann warte ich auf die Laser, warten, warten und durch. So ein Geschütz, oh, ich mag Geschütze nicht. Warte, einfach durchdashen. So, fertig. Das heißt, bei dem muss man ein bisschen anders denken, weil man viel mehr Reichweite hat als mit dem normalen. So, Bums. So, pass auf. Dann der hier links. Und dann sofort nach rechts durch. Okay, cool. Währenddessen ist man auch unverwundbar. Das heißt, das ist sehr praktisch. Nice, 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 nice. Und die kriegen das nicht mit. Perfekt. Perfekt. So, hier unten. Erst der Schildtipp und dann der rechts. Weil... Ja, genau deshalb. Das ist voll cool. Das ist einfach ein richtig geiler Skill. Oh, ich wünschte, der andere könnte das auch. Das macht das so viel simpler. Das macht das alles so viel simpler. Das, ich glaube, das soll auch einfach nur zeigen, wie mächtig der Typ eigentlich ist im Vergleich zu mir. Weil der macht das halt ganz easy. Mit dem anderen wäre das quasi unmöglich, was ich hier durchziehe. So, pass auf, einfach so und dann durch. Ist überhaupt kein Problem. Das... Also es sei denn, du triffst halt erstens nicht richtig und zweitens lässt du dich hören, dann ist es ein Problem. Yes, okay. Das hat jetzt ungefähr 10 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer fiel. Aber es waren einfach so unglaublich viele. Okay, das ist der Typ, nach dem gesucht wurde. Und die Musik ist alle. Wunderbar. Wer sind's? Ich will den Namen. Er weiß wahrscheinlich nicht mal wen, aber ich will trotzdem den Namen. Ich sitze seit 7 Jahren hier drin. Ich weiß gar nichts mehr. Bitte tun Sie mir nichts. Ich will Namen. Josh Rose. Der ist schon erledigt. Weiter bitte. Al-Kazim, der ist auch schon erledigt. Wobei, nein, das war vorher. Das war vorher. Al-Kazim, ist er derjenige, der sie wieder auflegt? Haben dieser russische Typ oder die Ninja Frau irgendwas mit ihm zu schaffen? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ich wusste nicht, dass irgendwer versuchte, Kronos neu aufzulegen. Ich habe nur mit meinem gesetzlichen Vertreter gesprochen in diesen letzten 7 Jahren. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist nicht die Regierung. Und meinen Schätzungen zufolge gibt es nur sehr wenige Stellen, die Ressourcen hätten, das Kronos zu produzieren. Alles klar. Al-Kazim wird schon Bescheid wissen. Kontaktieren Sie ihn. Und Leon von Alvensleben. Alles klar, er ist derjenige, der Kronos gemacht hat. Er wird Bescheid wissen. Das ist es, was ich wissen wollte. Vielen Dank. So, der Typ kommt leider nicht lebendig heraus. Bitte tun Sie mir nichts.
Es ist, glaube ich, egal, was ich drücke. Ja, es ist egal, was ich drücke, weil es hat so geendet, ne? Wir haben es ja so gesehen, also kann es nicht anders passieren. Noch 2 Tage. Alles klar. Und ich bekomme vermutlich wieder Ärger. Oder vielleicht auch nicht, weil der Typ jetzt ziemlich dran interessiert ist, wer der Drache ist. Richtig? Ein Anruf. Okay. Leon von Alvensleben. Okay, Fleischverarbeitung. 3. Bezirk. Was? Wer ist das? Sie werden Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Ist das der Drache höchstpersönlich? Könnte sein. Das heißt, ich gehe gar nicht dahin, sondern ich verweigere mich meiner Mission und habe jetzt meine eigene Mission. Alles klar, da unten ist ein dünner Ricky gegen einen starken irgendwas. Ich habe vergessen, wie die Gegnertypen heißen. Aber anscheinend suchen wir jetzt Antworten auf die Fragen. Angriff, um mit der Planung zu beginnen. So, die Jungs können ja eh nicht viel machen. Deswegen, ne, bringen wir das hinter uns. Ganz schnell. Und dann mischen wir Gegnertypen? Was? Wir mischen Gegnertypen? Okay, das ist, glaub, neu. Das kam so noch nie vorher. Dass wirklich Gegner so heftig gemischt werden. Das hier sieht aus wie ein viel zu großer Raum. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das war fast schon zu einfach. Stay tuned. Für eine wichtige Ansage von hier, eurem Geschäftsleiter. Dass ich Besuch gehabt habe, ist einige Zeit her. Ich bin begeistert. Ah, diese Anlage war früher mal das Testgebiet für das Null-Projekt. Also quasi für das, was ich bin, ne? Diese absolute Elite mit diesem Kronos-Zeug. Okay, die vielversprechenden Soldaten und Wissenschaftler mussten meinen Parcours durchlaufen, um ihre Eignung für einen Verwendungszweck zu beweisen. Schauen wir mal, wie geeignet sie sind. Kannst du mich nicht besnipen, wenn es möglich ist? Dankeschön. Interessant. Machen Sie weiter. Muss ich jetzt quasi denselben Parcours durchlaufen, den ich schon mal durchlaufen musste, weil ich ja dazugehört habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das heißt, wir waren quasi schon mal hier. Ich weiß es nur nicht. Okay, und das sieht auch, ne, das sieht total... Können wir das lassen? Dankeschön. Das sieht auch total irgendwie... Also nicht so aus wie das, was es sein soll, ne? Sondern irgendwie viel industrieller. Nein, viel industrieller. Und eben wie eine Testanlage. Eine... Macht er das jetzt die ganze Zeit? Oh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er das nochmal macht. Der besnipt mich jetzt die ganze Zeit, der Typ. Okay, das ist ein bisschen blöd. Ich sitze hier gerade fest. Vielen Dank. Jetzt nicht mehr. Laser. Hi. Okay, dann 2 von euch. Und ihr könnt nicht blocken. Und da oben 3 Schildtypen. Aber ich habe noch eine Rauchgranate. Warte mal. So, jetzt sieht einfach niemand irgendwas. Und ja, jetzt sehen es beide wieder. Okay, ich hab's. Alles klar, alles klar, alles klar. Das ist mal ein Testparcours. Und es wird halt immer schlimmer. Und der Typ hört auch nicht auf, mich zu besnipen. Sondern... Super, danke Ricky. Der Typ hört auch nicht auf, mich zu besnipen, sondern macht halt einfach immer weiter. Das ist schon etwas nervig. Also muss ich wirklich sagen, das geht ein bisschen auf die Nerven. Ein Hebel. Was macht dieser Hebel? Sowas da. Okay, und das Ding? Ändert die Lauf... Ups. Ändert die Laufrichtung. Ja, Jungs, ihr steht wunderbar. Ihr steht großartig. Das ist praktisch. Okay. Schön, so kann man sich den ganzen Stress einfach sparen. Cool. Okay, wie weit ist es noch? Wann kann ich den Kollegen endlich zur Rede stellen? Komm schon. Weil das würde ich schon... Okay, okay. Das würde ich schon sehr gerne tun. So, dann... Das reicht aber nicht... Oh, nee, das reicht nicht durch den Laser. Hey, das, guck dir an, wie das Level inzwischen aussieht. Das ist so übertrieben, so langsam. Oh, ich sehe das. Oh, ich sehe das. Pass auf, aufheben und sofort werfen, weil da stehen viele, viele explosive Fässer. Okay, das war's. Der besnipt mich immer noch die ganze Zeit. Das ist unglaublich irritierend. Weil du die ganze Zeit quasi auf Zack sein musst. So, das sieht jetzt aber aus wie ein endgültiger Bossfight, ne? Oder wie zumindest was Ernsteres. So, was haben wir hier? Wieder ein wichtiges Announcement. Anscheinend. Dies ist der letzte Teil des Null-Tests. Okay, eine extrem hohe Fehlerquote. Was ist besagter Test? Ihre Teilnahme war unterhaltsam bisher. Außerdem sieht der ein bisschen aus wie German Let's Play. Bin ich der Einzige? Ich weiß auch nicht. Viel Glück. Hey. Ah, cool.
Okay, man kann an den Lichtern quasi sehen, welche runterkommen und welche nicht. Das Problem ist, es ist halt extrem schwer, da zu stehen, wo man keine Probleme bekommt. Weil die Bänder sich bewegen. Toll. Oder auch nicht. Es hat nichts mit den Lichtern zu tun. Ich muss quasi warten, bis die Dinger runterkommen. Und dann irgendwie rechtzeitig mit der Zeitlupe in Sicherheit. Das ist toll. Das ist echt nicht so einfach. Ich nehme das zurück. Es hat doch was mit den Lichtern zu tun. Und zwar kann man mit Shift sehen, wo quasi so grüne Lichtkegel sind. Und da kann man sich reinstellen. Das heißt, man muss da sein, wo grün ist. Ich habe jetzt versucht, das irgendwie mit Reactions zu lösen. Aber nee, so funktioniert es nicht. Du musst da stehen, wo grün ist. Das ist ja echt nicht so schwer. Ich habe schon gedacht, wie soll das gehen? Aber du musst quasi... Jetzt ist gar nichts grün. Ist das dein Ernst? Okay, muss ich jetzt Wellen überleben? Das kam irgendwie unerwartet. Ja, ich muss Wellen überleben. Okay, jetzt werde ich besniped. Toll, ich habe anscheinend den Wellentest bestanden. Und jetzt kriegen wir Laser. Coolio. Coolio, coolio. Hey, der Typ. Der Typ. Bin ich nicht cool genug, oder was? Die Laser fahren so schnell. Jetzt haben sie mich erwischt. Hey, es ist wie ein Bossfight, außer dass es kein Bossfight ist. Der Typ ist einfach... hat zu sehr Angst, selbst zu kommen, ne? Deswegen macht das so. Okay, langsam wird's aber lächerlich. Komm schon. Dankeschön, ich hab's anscheinend geschafft. Der Test ist vorbei. Sie haben überlebt. Ja, beim 500. Versuch. Für Alpha 0 liegt die Überlebensrate bei 7%, für Beta 0 bei 13. Okay, Gamma bei 100. Das, was auch immer mir das sagen soll, Glückwunsch, Wunderkind. Also bin ich jetzt Alpha, oder was? Cool, danke. Lässt er mich jetzt einfach so gehen, weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich ein Wörtchen mit ihm wechseln. Das würde ich auch weiterhin sehr gerne tun. Einfach mal nett fragen, was genau der hier so macht. Fände ich super. So, was ist jetzt wieder los? Ja, wieder ein wichtiges Announcement. Sag, sprich. Als Gamma 0 hat man ihn Kronos von Kindesbeinen angegeben und sie erhielten eine Ausbildung zum ultimativen Soldat. Da ist es. Da ist die Aufklärung. Und ist die Musik ist geil, aber irgendwie extrem laut. Ihre Beherrschung der Zeit und des Kampfes machte sie zum Gott des Schlachtfelds. Okay, aber letztendlich waren Kronos und das Null-Projekt Fehlschläge. Ich musste ganz von vorne anfangen. Oder ich muss ganz von vorne anfangen. Ihre Existenz ist ein Fehler. Sie bekommen keinen Kronos. Das heißt, ich war quasi sowas wie der Master Chief, wenn der Master Chief irgendwie, keine Ahnung, die Zeit kontrollieren könnte und nicht einfach so grundsätzlich super cool wäre, sondern eben noch die Zeit steuern könnte und Sachen sehen könnte, bevor sie passieren. Und jetzt hat das Zeug kaputt gemacht. Das heißt, wenn es so weitergeht, bleibe ich irgendwann hängen. Ja, weil es hieß ja, wenn das Zeug ausläuft, dann bleibst du quasi stecken in der Zeit. Dann bist du für immer am selben Ort gefangen. Und weil ich ja auch nicht mehr zu meinem Auftraggeber gehe, zu diesem komischen Typen, zum Doktor, bekomme ich auch keinen Kronos so mehr. Das heißt, auf lange Zeit habe ich verloren. Aber vielleicht ist es das wert, um herauszufinden, was ich wirklich bin und was meine Bestimmung ist. Oder vielleicht finde ich ja eine neue Bestimmung. Ich weiß es nicht. Weil er macht das ja alles nur, weil er nichts zu tun hat. So, ne, mehr oder weniger. Hier gibt es für sie nichts mehr. Gehen Sie. Ich habe zu arbeiten und darf nicht gestört werden. Wiedersehen. Kann ich nicht meinen Namen erfahren? Ich wüsste so gern meinen Namen. Okay. Ich kann ihn nicht kaputt machen oder so? Punkt, Punkt, Punkt. Ausschalten, den guten Mann. Okay, cool. Das heißt, er sagt, oder er will, dass ich gehe, aber ich gehe nicht. Ich mache alles andere, statt zu gehen, richtig? Ich komme. Sie haben meine Geduld überstrapaziert. Meine Arbeit ist zu wichtig und ich darf nicht gestört werden. Wenn Sie fortfahren, beenden Sie Ihre eigene Existenz. Das will ich sehen, my guy. Das will ich sehen. Okay, hier sollte er eigentlich sein, aber hier ist er nicht. Die Frage ist, wo ist er wirklich? Was haben wir hier? Maschine einschalten. Warum nicht? Okay. Außerdem wissen wir immer noch nicht, was es mit dem Traum auf sich hat. Vielleicht ist der auch noch irgendwie wichtig. Dass ich Besuch gehabt habe, ist einige Zeit her. Ich bin begeistert. Es ist eine Aufnahme. Es ist eine Aufnahme. Er war niemals hier. Beziehungsweise er hockt ja wahrscheinlich jetzt in seinem Sniper-Nest. Aber der Finger weg von dem Kryotank. Oder Kryotank. Okay, sonst noch irgendwas Neues?
Teilnahme war unterhaltsam. Ja, das ist das. Interessant. Machen Sie weiter. Okay, ich gehe quasi durch alles durch, was jemand aufgezeichnet hat. Knotenpunkt, was für eine Überraschung. Alles klar. Tut mir leid, keine Anwälte. Es ist einfach nur komisches Gebrabbel. Hier gibt es für Sie nichts mehr. Okay, das ist das. Gehen Sie, ich habe zu arbeiten. Ich lasse die Finger natürlich nicht weg vom Kryotank. Ne? Ich gehe da ran. Kryokammer öffnen. Oder Kryo, nicht Kryo. Ich sage immer Kryo, es heißt Kryo. Ist er... Alles klar. Ich glaube, das war er, ne? Ich glaube, das war er. Ich habe ihn gerade deleted. Hoppala. Wo stecken Sie? Warum sind Sie heute nicht vorbeigekommen? Gestern Abend haben Sie eine gesamte Polizeitruppe erlegt. Verstehen Sie, in welche Gefahr uns Ihr unberechenbares Verhalten bringt? Was machen Sie nur? Hi. Hallöchen. Hallöchen, sie sagt sogar Hallöchen. Hallöchen, willkommen zurück. Ich habe heute was Cooles gefunden. Willst du es sehen? Sicher doch. Zeig mal her. Komm schon, gehen wir. Okay. Wo schleppt sie mich hin? Gleich hier oben. Coole Musik. Das ist nice. Das ist cool. Sie hat das Dach entdeckt, ne? Es geht so weit. Ich frage mich, was wohl hinter den Bergen liegt. Von hier oben sieht man den ganzen Dreck und Müll nicht. Nur die Lichter. Das ist schön. Oh, es könnte gerade so ein animiertes Wallpaper sein. Oh, es ist so schön. Eines Tages will ich alles sehen. Glaube ich nicht, dass du das willst. Was? Wir gehen an einen besseren Ort. Irgendwohin weit weg. So weit wie der zweite Bezirk. Weiter. Okay. Ah, ich finde das schön. Das ist voll cool. Hey, was ist das? Das ist aus dem Krieg. Ein Orden. Wow. Du warst da mal? Das heißt ja, du bist ein Held. Du solltest ihn aber mal putzen. Das Ding ist echt dreckig. Ich habe ihn seit 7 Jahren nicht abgenommen. Ich erinnere mich daran, dass ich, egal was ich mache, mal was Gutes getan habe. Und jetzt hat er ihn weggeworfen. Was? Warum hast du das getan? Ich habe jetzt andere Erinnerungen. Ja, jetzt weiß er, was er wirklich ist, ne? Oh. Können wir noch ein bisschen länger hier oben bleiben? Klar. Ich bin ziemlich müde, aber... Okay. Ich will nicht, dass die Maskierten wiederkommen. Wow, 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 wow. Die sieht sie auch? Versprochen? Okay. Die sieht die auch? Heißt das, sie ist nicht real? Das Urteil. Okay. Hey! Hey, wach auf. Was? Ah, das ist sie. Hat dich ein Albtraum geplagt? Es ist Zeit aufzustehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist nicht real, weil sonst würde sie, diese Maskierten sind ja komik und tragik, glaube ich. Sonst würde sie die nicht sehen. Ich dachte, die, weil die sind ja auch nicht richtig real. Aber vielleicht sind sie doch real und irgendwie so die beherrschenden Mächte dieser Welt. Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Schau mal, was ich gemacht habe. Frühstück. Was ist das? Oh, keine Ahnung. Du hattest nicht besonders viel in der Küche. Ich habe ein paar Fischköpfe gefunden, etwas Proteinpaste und daraus habe ich eine Suppe gekocht. Koste sie mal, ich kann sprechen. Na dann. Cool. Köstlich, fast wie Aragorn, der Ringe, wo er mit der Suppe hantiert. Und wie schmeckt's? Interessant. Äußerst interessant. Wirklich? Es schmeckt dir? Ich bin so froh. Ich fand sie eklig. Ich habe sie gleich wieder ausgespuckt. Ach, schön. Also hätte ich einfach sagen können, ist nicht so geil, dann wäre alles gut, ne? Da ist noch was. Ist das eine Banane? Was ist das? Ich leih dir Behemoth für eine Weile. Schließlich hast du ja noch keinen. Ich brauche ihn nicht, wenn du da bist. Okay. Wenn du hier einsam bist, leistet dir Behemoth Gesellschaft. Aber pass lieber gut auf ihn auf, denn er ist immer noch mein bester Freund. Okay. Aber er ist bloß geliehen. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Das hoffe ich doch. Er ist mein bester Freund. Aber du bist auch in Ordnung. Also teile ich ihn mit. Dankeschön.
finde ich nett. Also, ich weiß ja, du musst jetzt gehen. Bis später. Jetzt gibt's richtig Ärger. Bitte kommen Sie rein und setzen Sie sich. Jetzt gibt's richtig Ärger. Sie leben also noch. Ich hatte mich schon gefragt. Nicht, dass es was ausmacht, denn Sie sind ja komplett außer Kontrolle. Okay, Sie haben es versäumt, Ihre Zielperson zu erledigen, eine ganze Polizeitruppe dabei mitgenommen, Ihre Pflichten verletzt. Es überrascht mich, dass Sie überhaupt beschlossen haben, wiederzukommen. Okay, cool. Außerdem, die Musik im Hintergrund ist anders. Ich habe gerade eine E-Gitarre gehört, so unten runter, so die ganze Zeit. Weil er wahrscheinlich wütend war, ne? Das heißt, die Musik geht quasi mit dem mit. Das ist Ihre letzte Chance. Weichen Sie von jetzt an nur ein winziges bisschen von Ihren Befehlen ab, ist unsere Beziehung beendet. Sie können unmöglich begreifen, wie äußerst wichtig unsere Arbeit... ich gehörte zu nahe. Ja, cool. Woher wissen Sie das? Ich habe Leon gefunden. Na, ja, der hat mir ein bisschen was erzählt. Aber woher haben Sie... Sie sollten noch niemals erfahren von... Sagen Sie mir die Wahrheit. Jetzt. Ja, natürlich, aber... Wie haben Sie von Leon erfahren? Ich erhielt einen Anruf. Oh, hätte ich das sagen sollen, gebe ich zu viel Preis? Ich weiß nicht. Ich verstehe, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie Fragen haben. Wer bin ich? Das ist die wichtigste Frage dieses Spiels. Wer bin ich? Von Ihrem Leben von Null existieren keine Aufzeichnungen. Vermutlich hatten Sie eine normale Erziehung und eine Familie. Okay. Ihre Aggressivität und Ihre Neigungen machen Sie zum idealen Kandidaten für Null. Als Kind steckte man Sie ins Gamma-Projekt, die Elite-Einheit. Man verabreichte Ihnen Kronos, um Ihre Fähigkeiten zu stärken, bildet Sie zum Supersoldaten für New Mecha aus. Viel mehr weiß ich nicht. Okay. Ich frage jetzt nicht mehr über mich, ne, jetzt wissen wir es. Jetzt ist wichtig, was es mit dem Rest auf sich hat. Kronos hatte unbeabsichtigte Folgen für das System. Okay, Entzug ist anscheinend nicht so gut, die meisten von Null haben es nicht überstanden. Ja, das ist so der wichtigste Fakt, ne. Es ist genug übrig für Sie. Ich kann Ihre Sicherheit garantieren, solange Sie gefügig bleiben. Oh, wow, will er mich kontrollieren oder was? Das, im Prinzip, ja, ich bin ihm komplett egal. Jüngste Umstände unserer Mission haben unsere Beziehung außergewöhnlich stark belastet, das ist wohl wahr. Aber bis vor kurzem waren Sie ein zuverlässiger Agent und ich wünsche mir wirklich das Beste für Sie. Es tut mir leid, dass Sie so empfinden. Ich bin überflüssig, genau wie die... Ja... Ich gehe mal ein Stück weit mit. Ich gehe mal ein Stück weit mit, aber ich habe noch meine Zweifel. Jetzt ist es Zeit für die Behandlung. Wenigstens bekomme ich das wieder. Wenigstens das. Okay, cool. Jetzt hat es aber schon angefangen zu stören, bevor er das gemacht hat. Irgendwas hier ist immer noch nicht richtig, ne? Holen Sie sich auf dem Weg nach draußen Ihr Dossier. Sie können gehen. Der Typ ist mir nicht geheuer. Bleiben Sie da weg. Er wird jedes Mal wütend, wenn ich da hingehe. Es ist großartig. Okay, wer ist die heutige Person? Was? Okay. Okay, schwere Gegenwehr. Und alles, was Al-Qasim jemals hat, muss zerstört werden. Das heißt, löschen wir jede Spur von Kronos. Wir löschen jede Spur von Kronos, ne? Und dass einfach nichts mehr übrig bleibt und quasi niemand mehr weiß, was abgeht. Ich habe so das Gefühl, dass dieser tolle Doktor irgendwas mal damit zu tun hatte. So, wir wissen jetzt, wer ich bin. Das ist klar. Ich habe immer noch keinen Namen, aber wir wissen, wer ich bin. So. Dann, Leon war anscheinend dann der das Projekt geleitet hat und der das erfunden hat, aber ne, es gibt über jedem einen Chef. Jeder hat irgendwo einen Chef. Das heißt, vielleicht war der Doktor ehemals sein Chef und nutzt jetzt das, was noch von diesem Projekt übrig ist, um irgendwie seine eigenen Ziele zu verfolgen. Oder vielleicht so, dass nichts zu ihm zurückverfolgt werden kann, weil er sonst eine Strafe bekommen würde. Irgendwie sowas. Der Typ ist nicht ganz sauber. Er ist nicht, wer er zu sein vorgibt. Er ist definitiv kein Arzt. Und allein schon, dass er sich so furchtbar aufregt, wenn ich eben missbaue, das zeigt schon, dass es für ihn was Persönliches ist. Und er spricht doch immer von unserer Auftraggeber. Das heißt, vielleicht gibt es so eine ganze Gruppe an Leuten, die eben bestraft werden würden, wenn das rauskommt. Und jetzt versucht diese Gruppe durch ihn vielleicht irgendwie das kaputt zu machen. Ich weiß es nicht.
Aber das ist auf jeden Fall richtig spicy. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wenigstens weiß ich jetzt endlich, wer ich bin. Das ist doch schon mal ein Anfang.